Wieso fährst du nicht da, wo es sicher ist, wie jeder andere auch? Aber genau das möchte ich doch. Sie können mir genauso wenig helfen, wie die anderen auch. Können Sie gehen? Sie sollten hier nicht allein rumlaufen. Dieser Berg ist gefährlich. Sie haben mich aber erschreckt. Sie hatte einen Unfall auf der Piste. Sag mir jetzt einfach, wo sie ist. Es ist so schön, mal wieder mit einer Frau zu reden. Es ist sehr nett, dass ich hier sein kann. Es ist eine verdammte Schande. Aber sie ist gegangen. Recht? Abseits der Piste ist es so gefährlich. Dann los! Holen wir ein paar Stripperin! Ich will was Geschäftliches mit euch besprechen. Was Großes. Wen willst du entführen? Er muss stinkreich sein. Die Sicherung ist nicht ganz in Ordnung. Wenn wir das durchziehen wollen, dann jetzt. Was ist hier los? Ich hätte gern einen Bademantel, Hausschuhe und wenn's keine Umstände macht, ein Telefon. Nach einer wahren Geschichte. Wenn Sie der Polizei sagen, wo ich bin, schenke ich Ihnen die Hälfte des Lösegelds und ein Haus in der Schweiz. Lass das nicht persönlich werden, sonst manipuliert er dich. Sie wissen, was Sie hier tun, ist ziemlich bescheuert. Wenn Ihre Leute nicht bald zahlen, kann ich Ihnen keine Garantie für meine Leute geben. Das perfekte Verbrechen. Was hast du getan, um Himmels Willen? Was ist mit deinem Bruder? Kann der dich halten? War nur ein Teil der Geschichte. Okay, verschwindet da sofort. Etwas Wichtiges! Muss passiert sein. Das Wichtigste ist, wo verstecken wir das Geld?
Die Bullen kriegen raus, dass es Schwachköpfe aus der Gegend waren und nageln uns fest. Ich will ihn hier raus haben, bevor es zu spät ist. Kommen Sie, töten Sie mich, drücken Sie ab. Nicht mal dafür haben Sie die Eier, nicht wahr? Es wird niemals sicher sein. Wir können nie mehr zurück. Wir sind reich. Wir müssen nur noch davonkommen. Du kannst fliehen, aber nicht entkommen. So wird das Spiel nun mal gespielt. Kidnapping Freddy Heineken. Hallo? Na los, nehmen Sie dir! Stell dich nicht so an! Neuer Name, warum? Ich wollte nicht mehr Jennifer Hills sein. Ich meine, es würde Ihnen sicher helfen, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die Ihre Erfahrung teilen. Ich weiß nicht, wohin. Was soll ich denn jetzt machen? Man muss ihn aufhalten und bestrafen, jawohl! Irgendjemand muss ihn noch aufhalten! Was sind das für Fantasien? Gerechtigkeit. Gute Menschen machen das Richtige, auch wenn niemand zusieht. Gerechtigkeit kann man nicht einfach erfahren. Man muss sie sich nehmen. Nein! Du bist ein Stück Scheiße! Was ist mit deinem Gesicht? Ich hab mich verliebt. Komm, ist ja gut. Alles gut. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe jemanden auf der Intensivstation Überfall schwer verletzt. Ich brauche eine zweite Meinung. Könntest du ihn dir bitte mal anschauen? Zange. Ich habe einfach nur verschlafen. Nachmittags um 3, ja? Ja. Anna, dein Großvater wird beerdigt. Hör endlich auf, mich dauernd anzugreifen. Was glaubst du eigentlich? Ich greife dich nicht an. Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Papa, das ist Otto. Hallo. Was machst du? Ich mach dies und jenes und alles Mögliche. Bulle! Was machst du da für einen Scheiß? Komm her! Hallo? Hilf mir! Hier war jemand und überall ist Blut! Komm sofort! Anna! Was ist denn hier los? Anna, mein Schatz, ist alles in Ordnung? Papa! Wo hat sie das Zeug her, das sie nimmt? Sie kommt mit oder die Polizei wird erfahren, dass du Drogen besitzt. Tja, mein Freund, du entscheidest, was du machst. Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Können wir reden? Okay. Hier, das sind 3 Millionen. 3? Die bekommst du, wenn du dich heute noch von Anna trennst. Ist dein Papa zu Hause? Ja. Leg dich nicht mit mir an. Bring das in Ordnung, verstanden? In Ordnung? Was meinst du? Papa, ich liebe ihn. Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn. Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Und wenn es ihr eigenes Kind wäre?